Auftaktveranstaltung für die Bildungsmeile 2015 fand heuer im Werksgelände der Firma Liesetz statt. Sich dementsprechend auch zu präsentieren als Unternehmer an sich, als Betrieb, aber auch Magister Andreas Geier-Lehner blickt bereits auf 13 Jahre erfolgreiche Bildungsmeilen zurück. Ich habe da unzählige Gespräche geführt, nicht nur mit Schulen und Schulvertretern, um auf diese Idee Gusto zu machen, sondern was für mich auch verblüffend war, sehr viel Überzeugungsarbeit bei den Betrieben leisten müssen. Es war zwar jeder sofort überzeugt, dass ein Facharbeitermangel da ist und dass Lehre wichtig ist und man tut eigentlich zu wenig auch für die Lehre. Aber diese Idee, dass ich sage, dann öffne den Betrieb, zeig einfach deine Möglichkeiten her und sprich vor Ort darüber, also diese Berufsinformation zum Angreifen, das hat schon ein bisschen einen Anlauf gebraucht. Und ich glaube, das soll unser Ziel sein, dass der Jugendliche, der am Arbeitsmarkt ja benötigt wird, nach seinen eigenen Fähigkeiten hier gefordert und ausgebildet werden kann. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass beides da ist, die schulische Ausbildung, aber auch die direkte Ausbildung in der regionalen Wirtschaft. Die Niederösterreichische Forschungs- und Bildungsgesellschaft stellte das Projekt Unternehmen entdecken vor, das Firmentipps gibt, wie man ihr Unternehmen erfolgreich vor Schülern präsentiert. Der Wettlauf um Auszubildende in Zeiten sinkender Schülerzahlen wird härter. Es ist eine gewaltige Herausforderung, muss man wirklich sagen. Und es geht einfach nur darum, genauso wie heute, einfach zu zeigen, bestmöglich zu zeigen, wer man ist, was man hat, was man bieten kann, welche Chancen man bieten kann. Und das wurde heute, glaube ich, sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen. Einerseits durch die Veranstaltung an sich, durch das Hinweisen auf die Betriebe, die dahinter stehen, und auch, das hat mir besonders gut gefallen, durch das Präsentieren dieser erfolgreichen Lehrlinge oder teilweise ehemaligen Lehrlinge, die gezeigt haben, was man erreichen kann und die Hoffnung geben, dass genau die Generation auch die sein wird, die später Führungskräfte und eigene Betriebe übernehmen werden. Wirtschaftskammerobmann Dr. Reinhard Mösel bedankte sich bei Liesetz Hausherrn Diplom-Ingenieur Anton Walser mit einem Wirtschaftsmotor. Mein Eindruck ist, dass gegenwärtig ein verstärkter Wettbewerb um die besten Lehrlinge, um die besten Nachwuchskräfte entbrannt ist. Es ist ein Wettbewerb zwischen kleinen und großen Unternehmen mit unterschiedlichen Mitteln, aber auch ein Wettbewerb zwischen Lehrbetrieben und Schulen. Es ist einfach so, dass von Jahr zu Jahr geburtenschwächere Jahrgänge gegenwärtig sind, und das bringt mit sich, dass einfach das Angebot unter Anführungszeichen geringer wird und dadurch auch der Wettbewerb um die besten Köpfe und Lehrlinge entbrannt ist. Wie positioniert sich hier die Wirtschaftskammer? Wie in den vergangenen Jahren auch, Bildungsmeile ist so ein Maßstab, um aufzuzeigen, dass Aufklärung und Orientierung extrem wichtig ist. Das können wir anbieten und auch Unternehmen unterstützen, sich attraktiver zu machen. Speziell Klein- und Mittelbetriebe haben hier sicherlich ein Manko. Aber welche Rolle könnten zukünftig im Beschäftigungsspektrum Immigranten spielen? Ich denke, dass ein guter Teil der Menschen, die jetzt neu zu uns gekommen sind, hier auch gute Arbeitsplätze finden werden und gute Facharbeiter werden können. Es müssen halt alle da in die Richtung zusammenarbeiten. Da geht es um finanzielle Fragen, da geht es um rechtliche Fragen, da geht es um Unterkünfte, da geht es um das Beschäftigen mit diesen Menschen und ihren Familien, eine gewaltige Herausforderung, wo es, glaube ich, keine Patentrezepte gibt, aber wenn alle an einem Strick ziehen, die Politik, die Unternehmen, die Bevölkerung, dann stehen die Chancen sehr gut. Die Bildungsmeile als erfolgreiches Instrument, um den Wirtschaftsmotor weiter laufen zu lassen.